Hallo zusammen, kann mir bitte jemand helfen? Wir bauen selbst ab dem Rohbau aus und dafür möchte ich einen Projektplan erstellen. Welche Gewerke benötige ich, in welcher Reihenfolge und welche bauen aufeinander auf? Kann mir bitte jemand helfen? Also da kann ihm wahrscheinlich keiner mehr helfen, weil das ist wieder, ich würde niemals ein reines Ausbauhaus bauen. Das ist so kompliziert und komplex gleichzeitig, das kriegt man nicht gelöst. Also ihr müsst euch das vorstellen, selbst wenn ihr mit einem guten Fertighausanbieter baut, der braucht ungefähr 3 bis 4 Monate, bis die Baustelle ab Rohbau fertig ist. Und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wie das ist, wenn ihr selbst als Laien das alles machen müsst. Also Heizung, Sanitär, Elektro, Böden legen, Türen setzen, Putzarbeiten, Spachteln und so weiter. Da braucht ihr mindestens ein halbes Jahr für, wenn ihr das in derselben Qualität ausführen wollt, wie es das Fertighausunternehmen auch macht. Deswegen, also ich bin immer ein großer Fan von Schlüsselfertig. Natürlich kann man versuchen, irgendwo ein paar Kosten zu sparen. Zum Beispiel, dass man sagt, man legt die Böden selbst. Das geht halt noch, wenn man ein schönes Klickparkett nimmt oder ein Klicklaminat. Ne? Man kann vielleicht auch noch selbst die Wände streichen. Aber von allen anderen Dingen würde ich die Finger lassen. Ne? Also, es muss einem ja auch klar sein. Also es gibt halt auch die Meister, die werden ja auch jetzt wieder eingeführt für gewisse Berufe. Also dasselbe sich an das Gewerk Elektro rantrauen oder Sanitär, wenn man das noch nicht gemacht hat, würde ich auf gar keinen Fall machen, sondern ich würde das immer schön bei der Firma liegen lassen. Da haben die auch die Verantwortung, da liegt die Gewährleistung und dann hat man wesentlich mehr Ruhe beim Bauen. Weil das ist auch so, selbst wenn Sie schlüsselfertig bauen, dadurch, dass ja so viele Gewerke auf der Baustelle sind, werden Sie nächstes Jahr trotzdem Ihren Jahresurlaub komplett für die Baustelle aufbrauchen. Das ist sehr wahrscheinlich. Sie können es noch ein bisschen sparen, wenn Sie sagen, ich hole mir noch einen Baubetreuer, der mein Bauvorhaben begleitet, dass er die wichtigsten Stationen praktisch mit abnimmt. Dann haben Sie ein bisschen mehr Ruhe. Aber wenn Sie das alles komplett selber steuern müssen als Ausbauhaus, kriegen Sie wirklich graue Haare. Und ich weiß, wovon ich spreche. So, noch eine Info dazu, es ist natürlich auch so, es gibt auch Fertighausanbieter, die haben sich darauf spezialisiert, Ausbauhäuser zu verkaufen. Und da muss man halt wissen, logischerweise müssen die einem ja suggerieren, dass das alles gar kein Problem ist, wenn man das selber macht. Und da kann man verschiedene Ausbaupakete noch einkaufen, dass man das Material noch geliefert bekommt. Aber euch muss einfach klar sein, wenn ihr da wirklich diese verschiedenen Gewerke steuern wollt, das ist extrem schwierig. Ich sag mal, wer ein sehr gutes Netzwerk hat, also wer alle Handwerke abdecken kann im engeren Familien- und Freundeskreis, der kann das Abenteuer gerne wagen. Bei denen, wo das so ist, dass sie für ihr Geld noch arbeiten müssen und haben, weiß ich, einen 9-to-5-Job plus einige Überstunden, da würde ich mich an dieses Abenteuer nicht ranwagen, sondern würde ich eher gucken, schlüsselfertig und vielleicht 1 oder 2 kleine Leistungen rausnehmen, die man vielleicht wirklich selber machen kann. Ne? Anderer Punkt wäre noch, dass man sagt, man kauft den Keller direkt an der Quelle, also bei dem Kellerbauer und eben nicht im Musterhaus oder bei der Hausbaufirma. Da spart man am Ende unterm Strich genauso viel, hat aber trotzdem dann wesentlich weniger Arbeit, sondern muss nur ein bisschen Management mehr machen. Also, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche jedem zu antworten.